Nichts drin im Rucksack, scheiße. Axe, was machst du hier? Willst du mein Freund sein? Okay. Oh, homo. Hast du den Marktplatz kaputt gemacht? Ja, hier ist alles kaputt. Hast du das? Wieso hat er nichts in den Rucksack, Mann? Wieso läufst du mit einer Waffe in der Stadt rum, das ging geregelt? Ich hol die Polizei, wenn du so weitermachst, gell? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja, denken reicht. Keine Waffe erlaubt in der Stadt. Er schießt! So, jetzt kriegst du auch kein Ticket, falls sie kommt. Das sehen die nämlich nicht gern. Dass ich die Kative abgerippt hab, oder was? Lauf, Pitbull, lauf! Hast du so? Natürlich! Hab ich geil gemacht, oder? Lauf! Renn weg! Renn doch ganz weit weg! Oh, der macht die Schranke auf. User joined your channel. Ich seh euch zu, Ich hab die abgerippt, die Kativa von ihm. Ja. Hast? Der packt hier alles. Der liegt hier auf dem Boden. Wie? Der liegt jetzt hier auf dem Boden. Oh, ich dachte, nee. Hier kannst du nichts klauen, du Pisser. Ich hab die Kativa, ich versteck sie hier. Ja, haben wir schon überprüft. Ey, hier hinten diese Holzhütte, da tun wir unser Gut rein. Ja. Zack, Kativa. Noch markieren. Also, wo wir hier Holzhütte, ich sehe gar nicht, wo ihr seid. Tu dir die Kativa in den Rucksack und die ist weg. Ich wollte sagen, ich hab nur gehört, so, ja, hier, senken reicht nicht hier, ich ruf gleich die Polizei. Ja, hab ich ja gesagt. Zu geil, ey. Warum ist denn hier nichts los? Hier ist überhaupt keiner. Wie senken macht man denn die Schranke hoch? Ich bin noch hier, das reicht doch. Ja, aber sonst war hier immer voll Party und voll viele Leute und voll viele Freunde, kann man hier Freundschaft schließen und so, jetzt ist hier keiner. Guck mal, alle Dinger sind kaputt, bist du hier ausgerastet oder was? Ich meine, nur weil man keine Waffe hat, muss man nicht ausrasten. Ne? Ah, okay. Ich hab Blähung. Nur weil man keine Waffe hat. Jetzt guckt der, will er in dein Inventar gucken. Ja, will er bestimmt, ja, aber kann er, ich hab ja nichts drin. Kannst mich ja wieder aufbauen, dann sind wieder heile. Ja, du machst. Wie hast du das kaputt gemacht? Schraubenschlüssel? Das geht ja gar nicht, ey. Ich fahr Panzer. Brumm. Ich fahre Panzer. Geil. Peng. Wieso hat er abgeschlossen? Der Penner. Ich kauf mir Lockpicks, Bruder, halt ihn fest. Ich mach ernst mit dem Marktplatz, Freunde. Er hat schon alles kaputt gemacht. Nicht, dass du noch erschossen wirst, ey. Die Panzer rollen wieder. Lockpick 1, 2. Nein, kein Geld, jetzt hab ich keinen Bock mehr extra dazu. Ich hab Lockpicks. Komm, fick den mal. Nee, lass mal. Ja, wir müssen noch mehr Leute finden. Lauf zum nächsten. Ich hol die Kativa, dann geht's zur nächsten Stadt. Wir haben noch, wie lange Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen halt noch nach Hause, ne? Ja. Nee, nach Hause nicht. Also nee, zur City hoch, dann tun wir die Waffen da rein. Ja, aber vor allem geht's um die andere Waffe zu sichern. Ja, klar, zur City hoch. Wenn wir eine Kativa nicht mitnehmen können, ist ja wohl. Ja, aber zur City hoch, dann können wir alle sichern. Kativa ist auch teuer. Tun wir halt alles hoch. Naja, ich hol mein Hummingbird. Also, hast du die Waffe? Nee, die ist oben. Okay. Ja, hol sie doch. Okay, ich hol sie, Bruder. Ich hol den Hummingbird, ich komm zu dir. Ich will auch mit. Ja, du weißt doch gar nicht, wie das geht. Das können nur große Jungs. Natürlich gehe ich da, weiß ich das. Das weißt du gar nicht. Ich guck nur zu. Ich guck zu und lerne. Ey, Hax, keine Ahnung, wie du heißt. Der Kostmeiner hat deine Waffe geklaut. Angeblich. Der ist da hinten am Little Bird, musst du dich beeilen. Glaubst du, ich bin hier. Nur Spaß, ich hab dich lieb. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich glaube, der hat gemerkt, dass die Kativa weg ist. Soll ich die Kativa mal in die Hand nehmen und peng, peng, peng? Warte, bis ich dann lande und dann steigst du ein und machst so peng, peng. Ja, Mann. Ja, Mann. Zu geil. Warte, bis du landest. Land auf der Hauptstraße einfach, scheiße. Ja, nochmal, scheiße. No. Und dann mach ich peng, peng. Warte. Okay. Boah, gleich wird's nochmal laut wegen deinem scheiß Heli. Egal. Ich ziel noch extra auf den, warte. Wo ist der? Wo ist der? Hex, wo bist du? Peng! Da ist er. Mephistiamine, gell? Mephistiamine! Jungs, Diamine, ich hab ne Kativa, ich kann nämlich schießen, Diamine. Lass mich vorher raus, damit ich hinlaufen kann. Ich mach mal Sound leiser. Diamine, sofort. Wo soll ich dich rauslassen? Halt ein Stückchen, das ich abseilen kann.
halt ein kleines, kleines Stückchen und dann kriegt er so einen Headshot, der braucht Geld und kriegt ein Handy von mir. Gleich gibt er mir ein Handy, Alter. Warte, ich frage, ob er bewaffnet ist. Ey, du musst mal, Alter. Ich nehme ihm vorher die Waffe weg, mich kennt er nicht. Was? Das ist dann kein Gegner für mich. Ja, wenn er nicht dann umknallt, ist er der Wichser. Ich frag gerade, ob er farmt und ob er bewaffnet ist. Wer ist, ist das schon die, ist das schon die Diamine oder was? Nach vorne. Ja, die ist. Scheiße, war mir dran. Lass mich hier raus, genau. Ja, mach ich. Abseilen oder was? Nee, komm, wir haben Farming gehört, komm mal schon. Bewaffnet farmt er, hab ich geschrieben. Ja, wie schreibst du? Mit Lars, sag ich doch, der ist korrekt. Ja, Cosman, da kommst du mit. Ja, ich bleib. Was hab ich für ein scheiß Hilfenrohr? Gar keins, fick die Henne, Alter. Ich hab gar keinen Zielfernrohr, Mann. Er ist bewaffnet und farmt. Wenn er mich nicht kennt, einfach hingehen und dann ihm klauen. Okay, das wird. Wo fliegst du jetzt hin? Aber das Ding gut. Also, weißt du, was gut ist, Sturm? Ich hab zwar eine Rauchgasgranate, hab ich. Boah, ich geh mir eine Waffe jetzt kaufen. Dann komm ich zurück. Ja, ich hab halt keinen Zielfernrohr, Alter. Das fuckt gut ab gerade. Ich muss Sound lauter machen. Und falls er losfliegt, flieg ich zum Ding schon. Dumm. ATM oder. Nee, nicht ATM. Prozessing, genau. Und gut, war dort auf den. Ja, er weiß noch nicht, ob er weiß noch nicht, ob er farmt, hat der Lars gesagt. Er ist auf jeden Fall da. Da wird wahrscheinlich auch Leute lieber überfallen. Mhm. Lars, Baby. Fliegst du jetzt zum Rebellenshop oder Gunshop? Ich flieg da vorne zum Schießplatz, da gibt's alles. Ah, da sind auch Jungs von uns. Boah, die haben die Sniper! Die haben die Sniper, ohne Bitte? Scheiß, die üben da die ganze Zeit mit, ne? Wer? Alles, wir üben die ganze Zeit mit der Sniper. Ich geh hoch. Neff hat die Sniper. Buddy left your channel. Wo geht Nein, die Jungs, die im oberen Channel sind. Boah. Er redet gerade mit jemand. Die im oberen Channel sind. Lass mal hingehen. Get on my level und I be cool und so. Haben die. Nee, ich geh jetzt nicht hin, weil ich werd den gleich. Bis die kommen, ist Neff schon über alle Berge. You know? Ich werd wieder einen auf Einzelgänger machen, Bruder. Okay. Oh, ja, aber jetzt ist Storm in meinem Channel und ich bin der in kommt gleich Mini. Wieder, der kommt gleich wieder. Hoffe ich. Ich renn gerade einen auf Rambo da hin und fick seinen Arschloch. Ich hol mir jetzt mal eine legale Katiba, mal gucken. Dann ist die Frage, ob das Map sein. Shakun ist in dem Mohawk. Oh, Meth ist schon im Heli und fliegt. Oh, verkackt, der ist ein Ork und fliegt schon weg. Thunder wurde von Get on my Level getötet. Mhm. Läuft. Katiba Karabiner, das ist die legal ist, ne? Karabiner? Oder? Scheiß drauf. Falls Mev gefarmt hat, ist er jetzt auf dem Weg zum Diamond-Prozess. Der ist nämlich gerade mit dem Orca losgeflogen. User joined your channel. Hallöchen. Servus. Sag mal, ist dir Mev ein Begriff? Oder Wer ist denn da gerade gejoint erstmal? Shakun. Ah, okay. Mev, mit denen haben wir Krieg. Ich bin gerade dahin gerannt, weil ich eine Nachricht bekomme, dass er da ist. Wollte gerade abdrücken, aber dann ist er in den Heli und losgeflogen. Nee, wir haben Krieg mit dem. Was hat er gemacht? Hat er gefarmt oder ausgeraubt? Der hat sich gesucht. Also euch. Also ja, und wir suchen ihn, Alter. Hat er gefragt, ob ihr in der letzten Zeit hier wart. Ja, und wir suchen ihn. Paolo hat die dicke Sniper, ne? One-Shot ist der. Ja, wir haben Mev eine Sniper. Mev kommt. Ja, der sucht uns, hat Shakun uns gerade gesagt. Shakun ist auch korrekt. Ja, ich dachte mir, wenn ich schon so oft mit euch gespielt habe, dann muss ich doch mal vorbeikommen und euch Bescheid sagen, dass du. Ja, korrekt, ja, weil wir sind gerade, hast du Bock zu. Nee, du farmst gerade gechillt, gell? Scheide. Aber ich bin jetzt allein, der hat mich ja. Ich hab meinen Helikopter voll, danach okay. Bin ich für alle Schandtaten bereit. Der hat mich abgeseilt hier, damit ich hier hinrennen kann, weil Lars hat mir gesagt, dass Mev hier ist. Hab schon alles so geplant, schon, weißt du, auf Kopf gezielt und so, auf einmal fliegt er weg. 2 Minuten länger, ich hätte ihn abgedrückt, ey. Weil wir haben Krieg. Ja, die waren gerade hier und also wie gesagt, ich mache nur kurz mein Heli voll, danach können wir gerne hier irgendwas starten. Oder wenn ihr schon was gestartet habt, bin ich auch gerne dabei. Ich rede mal kurz im Zeitchat, im Gruppenchat. Mev sucht euch, by the way. Der war eben gerade an der Diamine und ist jetzt auf der Suche nach euch, weil er gefragt hat, wo wir uns rumtreiben. Ja, der schießt euch gerade.
Ja, der sucht uns gerade, hat Sander gesagt, ja. Der ist hier, der ist hier. Wo ist er, wo ist er? Wo denn? Schießplatz, der hat Edeka umgehauen. Am Schießplatz ist doch Safe-Zone, wie kann er jemanden umhauen? Der hat Edeka umgehauen jetzt gerade. Aber Edeka genau. Ist bei ihm. Hat er gar nicht. Ja, der Cosmo. Bei mir hat der Edeka umgehauen. Cosmo, der labert wieder scheiße, glaube ich. Steht doch gut. Da, also der andere, die ist ein Typ, der... Ja, ich laufe jetzt bestimmt nicht zum Schießplatz. Kann mich mal jemand abholen? Shakun, kannst du mich da hinfliegen, Alter? Also wenn das nicht kann ich Edeka machen, ist, warte, der da gefesselt steht vor mir, ey, dann... Lass mich da rausschmeißen und... Ich meine, da dürfen wir eh nicht ballern, da ist Safe-Zone. Warte mal, ich bin, glaube ich, gleich eh voll. Ich meine, du darfst... Er sagt, wo treffen wir uns? Boah, dieses Geballer wieder. Wir wollten nur ein bisschen Spaß haben jetzt wieder. Buddy joined your weißt, channel. Was los? Bin neu hier, hallo. Wer ist gejoint? Boah, jetzt höre ich die Sprache nicht wegen dem scheiß Heli. Steh nix wegen dem Heli, wer sorry. Ist, wer ist denn gerade gejoint bei uns? Keine ich. Ahnung. Storm. Okay, Storm, ja, Darf ich dich abholen? Ja. Ist oder auf Zander. Mav ist auf dem Weg zu euch, oder was? Der steht Mav schon und hier. Edeka stehen hier. Ja, Schießplatz. Aber ihr habt ja... Da ist ja Safe-Zone. Safe-Zone, ja. Warum ich ab? Mach ich, muss auf Zander abholen. Paar Sekunden später und ich hätte ihn erwischt, gell? Der ist gerade in den Heli eingestiegen, das wäre Pitbull? Ja, der steht hier noch. Wenn ich, wenn ich ein Zielfernrohr hätte, wäre er tot gewesen. Pitbull? Ja. Bist du Diamine? Ich bin Diamine, ich werde jetzt gleich von Storm abgeholt und dann werden wir gucken, was wir noch machen. Ich glaube noch die Waffen, die wir gefunden haben, zurück ins Haus, weil gleich Service da ist. Wir haben eine MK18 und sonstiges. Ja, ist ein Haus? Ja, klar. Okay, stehen da die beiden Helis noch von uns? Von Max und mir? Die kaputten? Da sind auf jeden Fall, ein Heli ist kaputt, ja. Ja, ich hol noch Zander ab und ich bin noch keine zwei. Ich auch gerade in-game, cool. Einer ist kaputt und ein Mohawk ist noch ganz, aber der ist das von Shakun. Alter, was ist hier denn los? Was geht denn jetzt? So, was hast du gesagt, Shakun? Einer von euch redet auch, du redest auch noch im öffentlichen Chat gerade hier, in-game. Nee, nicht nein, öffentlich, sondern im Gruppenchat, weil ich mit ganz EOD, die sind in den anderen Channel mit denen rede. Ja, da redet man da auch aber den Gruppenchat, den hört ihr. Hör dich, also, aber ihr hört den, ihr hört, ja genau, das ist bei den Cops auch so. Alter, wenn die Cops im Gruppenchat hört, wenn die Cops im Gruppenchat reden, hörst du das auch im Game. Weil das ist wie Direct-Chat, ja. Weißt du, das ist ja wie, als würdest du neben dem stehen. Das wissen die meisten gar nicht. Sag mal was. Hallo? Okay, ja, das ist wichtig, weil wenn ich jetzt... Wenn man also hier jetzt weg ist, schließt sich ab. Also die sind jetzt, ich weiß nicht, wer der Leader von der Gruppe ist und Edeka sind jetzt hier. Edeka ist bei uns in der Gruppe. Also ich würde mal sagen... Mav steht hier und schießt. Aber wir haben jetzt oder noch... Ja, der kann eh nichts machen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Du fliegst jetzt zu unserem Auto. Du weißt, wo der war, hoffe ich. Nee, ich fliege erst noch Zander hoch. Hab ich versprochen. Okay. Wir haben noch Zeit, das haben wir. Ja, weil wir tun dann die Waffen in Rebel City, okay? Jo. Also Mav ist hier noch. So. E-Safe Zone. Das ist E-Safe Zone, können wir nichts machen. Da passiert jetzt eh nichts. Und Edeka ist mit Paolo am Sniper testen. Die haben immer auf 1 Kilometer Zander weggesniped. Mit einem ja, Schuss. Mav steht hier und ballert irgendwo in der Luft. Der Behinderte. Da oben unten ist Zander. Dass du geraucht hast, die ganze Zeit schießt. Und wie ist teuer? Da ist ein Hummingbird, wer ist da drin? Wo? Stimmt das eigentlich, dass die Preise individuell sind, dass jeder anders bezahlt wird? Ja. Yo. Ich krieg zum Beispiel 5000 für ein Dia, Storm kriegt 6000 oder so. Es geht nach jedem Server neu start neu. Wird der immer sein Tempest rausholen? Und wie kriegt man das raus? Ja, mal ein ausprobieren. Dia verkauf. Ein Dia verkaufen. Immer ausprobieren. Ja, aber ich kann ja nicht immer erstmal einen Diamant verkaufen gehen und rauskriegen, wie viel ich kriege. Ganz normal farmen, weil du kannst es nirgendwo nachlesen oder so, wie viel was gibt. Ja. Warte, wer läuft da? Wer läuft da? Da läuft Hummingbird, da läuft irgendeine Person auf der. Albi also cool, oh scheiß auf den. Scheiß könnt auf Albi cool, lass ihn. Aus eure Sachen speichern. Ja, alle also Waffen. Diamanten und so sammeln. Nein, kann ich. Waffen, kann Kick, Extra, Sander, und so. Go. Aber nicht Koks oder sowas. Sander, kann komm ich den Gegner markieren oder so? Komm, ich bin mal voll der Wichser. Soll ja, klar, ich? Nein, du sollst ihn nicht mitnehmen, Albi cool. Der hat doch eh nichts, komm. Steig ein, soll Sander. Ich weg, ja, weg. Jetzt flieg doch! Mav fliegt. Sehr schön. Er will jetzt weg. Jungs, warte mal, ihr habt jetzt vergessen, da ist noch ein IB cool. Da ist noch mit. Damit Absicht. Ich hab Befehl von, ganz oben bekommen zu starten. Von ganz oben. Von ganz oben. Ja. Ich auch. Die Führungsetage hat gesagt, abheben, abheben. Die Führungsetage.
Wir haben noch illegale Bullenwaffen, die wir gleich einsammeln müssen. Sander, kommst du mit? Der holt erstmal sein Stuff so. Okay. Man, der hat es schon ausgezogen, ne? Dass er ihn abballert und er hat nichts mehr da. Das heißt, ihr habt jetzt schon ein riesiges Waffenlager, oder was? Opa, der ist alles. Bullenwaffen ohne Ende. Munition, oh, Outfits, oh, Waffen, Alter. Alles. Kann ich nach Riesland mal bei euch vorbeikommen? Du kannst nichts rausholen. Wird alles gelöscht. Wenn, sobald du... Ja, das geht. Aber sobald du was rausholst, wird dein Inventar gelöscht. Okay. Aber ja, alles. Würdest du mir eine Waffe geben? Ja. Kostet halt, ne? Ich riskiere immer meinen Arsch, indem ich in das Polizeiakku reinrenne. Ja, was für eine Waffe willst du? Genau. Die Polizeiwaffe. Ja, aber das kostet. Ja, die kostet halt. Das ist wichtig für uns. Ja. MK18. Nee, ich nehme auch irgendwas anderes. Also, ich würde auch zahlen, so ist es ja nicht. Ich habe ja Kohle, ne? Aber... Nee, irgendwas was Besseres als die PDW auf jeden Fall. Ja, ach, geh doch mal ins Rebel Outpost, dann kauft ihr eine Kartine. Zieht uns mal bitte in euren Channel. Kommt doch runter. Verdammte Kacke. Selbes Passwort. Mev kommt jetzt zu dir, Mine. Selbes Passwort. Mev kommt zu dir, Mine, hat Edeka gesagt. Ja, da war ich eben gerade und hab auf ihn gewartet, der kam nicht. Also der ist eher geistweit weggeflogen. Der ist beim Peace-Bad gewesen. Ghost Talk. Aber Funkschille. Ghost Talk. Out. Ghost Talk am Schießplatz. Ghost Talk nähert sich. Ey, wer jetzt mit will, ey, ich flieg los, ne? Oder kommst mit, Paolo, sag. Kommst mit, Paolo, sag. Ja, klar. Immer in den Mund. Ist die Sniper illegal? Na klar, illegal, geht's nicht. Ja, ist die. Sander! Hallo? Hallo? Sander, hallo? Spinnst du oder was? Hallo? Nein, ich komm nicht mit. Oh, aber der kommt wieder. Er will nichts mit uns zu tun haben. Ich glaube, es liegt an dir, Storm. Nein. Oh, Jungs. Jakun? Ghost Hawks sind gelandet und fliegen Richtung. Lol, dieser verkackte Ghost Hawks liegt beim ADAC rum, Alter. Jakun? Ja. Du hast das Passwort von dem Raum eigentlich? Und ein ganz schwarzer Polizeiwalker. Beide bei mir. Woher ich das habe? Ja. Das hat mir, irgendeiner von euch irgendwann mal gegeben, nachdem wir ganz lange zusammen gekocht haben. Okay. Und darum dachte ich mir, er tut dir nichts dagegen, wenn ich... Nee, nur halt, wir recorden halt die ganze Zeit und mich nervt's, wenn es halt, wenn Leute rein und rauskommen, so ohne zu fragen. Nur halt, IB Cool gibt halt oft das Passwort weiter und das nervt richtig, ey. Ich hab die Kumpel umgelegt! Wie denn, Alter? Ja, der blöde Mann! Ich weiß nicht, was er wollte. Ich wollte bei der Tankstelle landen, um zu tanken. Auf einmal fliegt er an mir vorbei und er stürzt ab. Lol, das ist Mev hier, gell, wenn du an der Diamine bist. Ja, ich weiß. Da ist Mev. Wo ist Mev? Orca, links. Warum kann ich nicht tanken, wenn links, ich auf der Tankstelle stehe? Lass uns hier raus, aber ne, da zielt er schon auf uns, der Wichser. Egal, wir sind doch alle bewaffnet, oder nicht? Ja, ich wie geht denn da? Die tankt man. Ja, ey, ist es gleich Zellen Neustadt? Entweder gehen wir zu Mev oder lass es sein für jetzt. Ja, Mev, ich hol meine MK18. Wie tankt man, Mev? Dann lass es mit der Diamine, mit dem Ding, weil wir jetzt gleich Zellen Neustadt, lass mal unsere Waffen klauen. Wo sind die? Am Auto, gell? Jo, am Auto. Einfach auf der Tanke einfach landen. Auf der Tanke landen. Ja, und ja, mit EC-Karte zahlen. Warum geht das nicht vom ADAC? Einfach landen und stehen bleiben, dann tankt der von selbst auf. Und dann musst du runter, und dann musst du runter in die EC-Karte durchziehen. Ja. Mit Mastercard geht's nicht, habe ich schon getestet. Der steht direkt vor mir, der Mess. Wer ist denn da gerade vor Mev? War cool. Kill ihn doch einfach mit Roleplayer, Alter, einfach aus Prinzip. Ich wäre jetzt auch da, aber der will ja nicht. Oh, hätte ich bloß gewartet, verdammte Scheiße. Hätte ich bloß gewartet. Bin ich mitgeflogen. Oh Mann, ey. Wo ist das scheiß Auto, Alter? Wo ist wo? Steht im Busch, am R-Garage. 8 Kilometer. Sonst macht auch Kamikaze. Ja, das ist doof. Nee, Mann, das ist ja richtig schlecht. Da hast du ja kein Skill, wenn du ihn tötest. Jetzt machen wir, wir reden an und alles, Alter. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Polizisten wollen. Ey, die Cops können nicht fliehen, ganz ehrlich. Stimmt, jeder Zweite hat. Jeder, ja, ist so. Jeder Zweite hat einen Ghost Hawk und die haben nur zwei Piloten. Jute, Dach, was. Jetzt muss Erika reden, bestimmt sind die Cops bei ihm.
Ja, klar. Rostock abgestellt. Die haben schon gesagt, der Wichser hat uns im Abschluss gemacht. Kamikaze, Bandi. Alles. Richtige Pussys. Fliege, Hummingbird, Fliege. Der Engine ist ja in gelb. Wer hat mein Engine gelb gemacht? Weiß nicht. Weil ich weiß nicht. Oh, ist endlich geschafft. Ja, wo fliegt denn ihr hin? Ja, unsere illegalen Waffen holen. Wir haben wieder eine Bullenwaffe im MK18. Wir haben K18 gefunden. So, okay. Die lag da im Polizeiakku. Boah, die Sniper. Darf man da hingehen, Paolo? Ja, gell? Was? Darf man da eigentlich immer hingehen und die Sachen plündern? Nein, theoretisch nicht, aber es interessiert doch keinen. Safe Zone. Ja, die Sniper ist geil. Ich hab Marco von 1 Kilometer abgeschossen. Oh ja, auf dabei. Die Füße. Alter Schwede. Ja, steht in den Regeln, es ist verboten, zum Polizeiakku zu gehen, oder was? Illegales Gebiet, aber steht nicht, dass ein Band kommt, ist da reinzugehen. Ja, was heißt illegales? Ich stell mir vor, ich hab jetzt ein Problem so auf der Straße, ist irgendwas passiert, ich renne da rein und rufe einen Cop. Die werden mich wahrscheinlich nicht tasern, weil ich da rein bin. Nein, Moment, Polizeiakku ist ein Bandgrund. Nicht jetzt. Ja, aber weil letztes Mal, wo wir mal in Kavala gemacht haben, Luigi da, ist, da haben wir uns aufgeteilt in Kavala. Und dann ist Silber ist ins Polizeiakku, ins erste Gebäude. Der hat auch Scheiße gemacht. Und dann hat er einen abgeschossen und ist dann, gebannt worden. Siehst du, das ist ein Unterschied, wie wir sagen, reingehen und wir rennen rein, Waffe klauen, rausrennen. Das ist was ganz anderes. Ja, wir wollen jemanden abknallen dort. Wir wollen die Waffen aufsammeln. Hinten da unten, Mauer. Oh Gott, ja, Alter, ich wollte schon immer auf dem Desktop gucken, ob ich noch drin bin. Da rennt einer, wer ist das? Ja, noch. Ah, nee, ist mein Vogel, Alter. Ja, passiert. Auto, wo ist Auto? Das Auto weg? Da ist es. Ich hab Angst um meine Sniper, ey. Egal, ich kann fliegen. Ja, wir fliegen gleich zum Rebel City, gell? Ja, willst du deine Waffe in meiner Kiste speichern oder so? Und weiß nicht, ich lock mich nachher sowieso aus, kurz vor 8. Wenn ich mich mal weg, ey, ich mach ein bisschen Pause. Ja, lock dich mal dann. Wir fliegen jetzt hoch zu meinem Haus. Und lock dich in Sachen. Ja. Ja, mach ich, dann hast du auch die Sniper. Ist so fett. Hast du die eigentlich schon mal gehört? Nee. Willst du die mal hören? Schieß mal. Mach Ton noch laut, Pitti. Bumm, Ton auf. Ton, okay, warte mal. Gut, das war ja lächerlich, ich hab Ton nicht an. Jetzt hab ich Ton an. Richtiger Rums, das Ding. Ist fett. Das ist mal. Alter, warum haben wir so einen Sniper? Wer hat sich denn durchgesetzt, ey? Auf zu mir nach Hause, ja? Wer hat sich durchgesetzt, was? Ja, warum haben wir auf einmal einen Sniper? Keine Ahnung. Er ist ja hier weg. Ja, Mann. Auf zu mir nach Hause. Alle rein, wer steht da noch? Ich komm nicht mit. Aber er will nichts mit uns zu tun haben. Nee, nein, das nicht. Sollen wir nicht zu deinem richtigen Haus überfliegen? Da können wir aber nichts reintun. Ja, dann schmeißt diese Bullen auf den Weg. Nein, komm, Rebels City, komm, da hab ich nämlich nichts drin. Da will ich auch mal wieder was Neues reintun. Aber da spawnst du halt fast nie, deswegen. Ja, kann man halt immer ganz kurz hochfliegen und es holen, wenn wir was brauchen. Weil die Sniper brauchen wir nicht jeden Tag oder so, weißt du? Ja. Wenn wir ja, die mal brauchen, fliegen wir hoch. Die MX3 GL und die MX3 gibt's halt leider keine Muni. Die verkaufe ich einfach mal. Oh, die Sniper hört man echt von einer Entfernung, Alter. Ich verkaufe die. Jungs, fragst, ne? Fragst, die spawnen erst nach dem Restart, oder? Gar nicht mehr. Was? Schüsse, ja. Bleibst du mal da, oder ja, wie jetzt? Ja, meine Sniper gehört. Wenn du ein Heli geschrottet hast, den kriegst du nicht wieder. Nee, ich die fragst, wie, wann verschwinden die? Was, so, weiß nicht. Manchmal ja, manchmal irgendwie gar nicht. Verschwinden die erst nach dem Restart, oder? Kann sein, ja. Dauert lang teilweise. Weil hier ist mein Wagen ist noch da, aber das ist mein Ghost Dog nicht mehr, deswegen wundert mich das gerade. Vielleicht haben sie es impounded ganz dreckig. Ja, deswegen, ja, das kotzt mich gerade an, weil das dürfen die gar nicht. Ja, aber mein Hammett-Wrack ist auch verschwunden, das ist manchmal buggy. Ja, das verschwindet einfach. Mein Hammett-Wrack war auch. Und links hättest du dann gestanden, dass es impounded wird. Ja. Ich hab's ja nicht gesehen, weil ich war kurz halt offline. Warte, ich kann ja kurz gucken für dich. Ja, aber du kannst nicht ganz hoch scrollen. Das ist ja eine Zeit abgeschnitten. Kontakt Auto. 1-4. Nein, da wurde nichts impounded. Hier Luigi ist gestorben. Nein, das ist schon länger, Das ist, nee, das war Edeka mit Luigi. Wo ist ein anderer Ghost Dog dann gewesen? Nein, der Ghost Dog, wo ich gestartet bin. Das meine ich. Ach so, das ist next. Das siehst du nicht mehr. Du fährst voll. Achso, du fliegst ja hoch, stimmt. Ich dachte gerade, wo fliegt der hin, der Junge? Mann. Der dürfte eigentlich nicht despawnen, der müsste eigentlich nur stehen. Deswegen wurde mich das gerade. Ja, aber manchmal verschwindet der, keine Ahnung. Aber die haben den Pound und die halten sich an den keine Regeln. Ja. Die sagen nämlich immer, es wird diesig. Immer. Ich find's echt im Kosten ganz im Ernst. Gestern ist ein Ponser, aber meine nicht. Kosto fliegt so eine scharfe Kuh.
Kurve 3 Meter über dem Boden. Ich sag so, Indikant, der stürzt ab, pass auf. 3 Sekunden später stürzt er ab und dann kommt der Bohr. Ich hab so heftig gedeasingt und impoundet sein Heli selber. Super. Warte, was hat er gesagt? Er hat heftig gedeasingt. Ja, Mann, und der macht. Der Pilot so selber kann nicht deasingen, ich weiß aber schon, ne? Guck, so ist er in die Kurve geflogen, 3 Meter über dem Boden und wollte cool landen. Und dann sagt er deasingt. Ich hab schon gesehen, dass es halt gut geht. Ja, richtig. Vor allem, weil der Pilot selber nicht deasingen kann. Ja, Mann. Einfach sein eigener Flugfehler. Ja, er hat gesagt, der Himmel wäre in ihn reingegießen. Und auf von Edeka Fall, hat er gesagt, richtig traurig. Da nicht fliegen kann, ey. Ist so, der. Guck, der war so knapp über dem Boden und wollte halt so cool über uns fliegen und halt landen. Aber wenn du zuschaust. Wenn man es nicht kann, dann kann es man nicht, ey. Ja, ja. Letztens auch. Wo der gestartet ist, Alter, ich schwebte in der Luft vor dem, der fliegt da straight auf mich zu, Alter. Der wollte 1 Meter unter mir hier durchfliegen, ey. Das ist, wenn du die Kurve zu scharf nimmst, verlierst du einfach an Höhe irgendwann und kommst runter wie ein Stein. Ja, ist so, ist so. Das merkt man, wenn man ein paar Manöver macht mit dem Mohawk oder sowas. Das kann so schnell gehen. Ja, Mann, wenn du richtig enge Kurven fliegst, verlierst du so viel Speed und fällst. Das kann richtig schnell gehen. Ich bin auch schon als fast abgestürzt, hab's gerade noch hochbekommen, so. Ja, bei mir halt auch. Wo der Rostock hinter mir war. Ich schreib, ist dieser Hex noch online? Warum? Ich schreib ihm Peng, Peng, Peng. Warum? Weil ich eine Waffe hab. Ja, du hast sie geklaut, weißt, Peng, aber der ist nicht mehr online, schau. Ich hab geschrieben Peng, Peng, Peng. Wäre man so geil, Paolo, wir rennen am Ding rum, klauen Knappen, Pitbull rennt dann wieder zu ihm hin. Peng, Peng, Peng. Mit den geklauten Waffen. Peng, Peng, Peng. Guck mal, der ist mit einer Waffe in der Stadt rumgelaufen, gell? Und ich konnte sie ja nicht klauen, weil er die da draußen hatte. Storm sagt so, ey, kannst du die Waffe nicht wegpacken und so bis mitten in der Stadt. Der packt sie in den Rucksack, ich klau sie. Ich hab gesagt, es gibt Tickets, wir müssen jetzt ja, ein Detail rufen. Ey, Philipp, du weißt, dass in der Stadt Waffe tragen verboten ist? Es gibt jetzt ein Ticket von 5000. Da sieht das Waffe offen tragen. Du weißt, dass es verboten ist und du ein Ticket kriegst?